In diesem Video möchte ich die Musterwohnung in der Reichsforschungssiedlung Haselhorst vorstellen. Genauer gesagt wird uns Michael Bienert diese zeigen und erläutern. Die Wohnung kann man jeweils am letzten Sonntag im Monat besichtigen oder, so wie ich, am Tag des offenen Denkmals. Dort habe ich Michael Bienert getroffen, der gerade seine Führung durch die Siedlung beendet hatte und sich anschließend noch Zeit für mich genommen hat. Michael Bienert ist ein sehr versierter Kollege von mir. Als seine Berufsbezeichnung gibt er Berlinologe an. Er hat mehr als 20 Bücher über die Stadt verfasst, mit einem Schwerpunkt Literatur und Kulturgeschichte Berlins. Zudem ist er als Kurator und Journalist tätig und als Experte für die Geschichte und die Gebäude der GEWOBAG, eines der 6 kommunalen Wohnungsunternehmen Berlins. Bevor ich Michael Bienert zu Wort kommen lasse, noch ein paar knappe allgemeine Erläuterungen zur Siedlung selber. Ein ausführliches Video wird es in Zukunft aber sicherlich auch noch geben. Der Name Reichsforschungssiedlung mag zunächst irritierend klingen, hat aber mit völkischem Denken nichts zu tun, sondern es handelt sich um das größte staatliche Wohnungsbauprojekt der Weimarer Republik als Antwort auf die in den 1920er Jahren herrschende immense Wohnungsnot. In Berlin fehlten etwa 200.000 Wohnungen, in Deutschland fehlte Wohnraum für knapp 1 Million Menschen. Um dem entgegenzuwirken, verabschiedete der Reichstag im März 1926 ein Gesetz zur Förderung des Wohnungsbaus. Auf Initiative der damaligen Reichstagsabgeordneten Marie-Elisabeth Lüders wurde die Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen ins Leben gerufen. Die Gesellschaft bestand aus Architekten, Politikern, Wissenschaftlern und Vertretern der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. Eines der Forschungsprojekte der RFG war die Versuchssiedlung Spandau-Haselhorst. Ziel war es, erschwingliche Kleinwohnungen mit funktionalen Grundrissen in unterschiedlichen Gebäudetypen zu bauen. Also die Schaffung preiswerten Wohnraums bei möglichst hoher Lebensqualität. Neue Techniken, effektive Baumethoden und günstige Materialien sollten erprobt werden. Errichtet wurde die Siedlung von der gemeinnützigen Wohnungsbau AG Groß-Berlin. Ausschließlicher Zweck des Unternehmens war, die Beschaffung gesunder Wohnungen zu angemessenen Preisen für minderbemittelte Familien und Einzelpersonen. So entstanden in der Reichsforschungssiedlung Haselhorst von 1930 bis 1935 rund 3.500 Wohnungen für 12.000 Menschen, in Zeilenbauweise und meist in Nord-Süd-Ausrichtung. Weiterhin wurden etwa 40 Läden, ein Kino, ein modernes Waschhaus, eine Grundschule und eine Kirche errichtet. Gebaut wurden Klein- und Kleinstwohnungen mit 1 bis 2,5 Zimmern Größe und 33 bis 55 Quadratmetern Fläche. Namhafte Architekten wie Paul Mebes, Fred Vorbart und Otto Bartning waren führend an dem Projekt beteiligt. Die Aufgabe der Architekten war es, Konzepte zu entwickeln, wie dieser knappe Wohnraum ideal genutzt werden konnte, ohne ein Gefühl von Enge zu erzeugen. Herzstück der Wohnungen war die Wohnküche mit Kochnische. Im Gegensatz zu vielen anderen Siedlungen der damaligen Zeit gelang der preiswerte Wohnungsbau. 37% der Mieter waren Arbeiterinnen und Arbeiter, 42% Angestellte. Die meisten von ihnen arbeiteten in den nahegelegenen Siemenswerken oder bei Borsig. Seit 1995 steht die Siedlung unter Denkmalschutz. Von 2003 bis 2013 wurde sie von der GEWOBAG denkmalgerecht saniert und modernisiert. Im ältesten und längsten Block der Siedlung, am Burscheider Weg 21, wurde dabei eine Musterwohnung konzipiert, die seit 2014 besichtigt werden kann. Diese Museumswohnung schauen wir uns nun an. Los geht's. Das wollte ich nämlich zeigen, wie die Küche aussah vor der Rekonstruktion. Und da sieht man, die Kochnische ist noch erhalten, auch hier mit der Zarge. Und war natürlich genutzt, aber toll ist eben der Terrazzo hier, der war noch erhalten. Man sieht ja auch die Originaldielen. Also das Schöne ist, dass in der Wohnung, die noch nicht saniert war, eine der letzten, die noch nicht saniert war, dass wir wirklich viel Original-Hardware haben. Also der Boden ist aufgearbeitet, Terrazzo ist aufgearbeitet, die Türen sind original aufgearbeitet. Und natürlich sah das aber hier komplett anders aus. Und gerade bei der Küche als sozusagen Zentralraum, hatten wir eine sehr gute Dokumentation. Es gibt im Nachlass von Fred Vorbart zum Beispiel eben dieses Foto. Da sieht man genau so eine Nische. Und danach konnte man
rekonstruieren. Also hier ungefähr muss so eine Kochmaschine hin. Das konnte man nachbauen, die beiden Waschbecken und so weiter. Also da sind wir wirklich extrem nah dran. Okay, also die Kochmaschine war nicht mehr drin. Die war nicht mehr drin. Die ganzen, also die gibt es, glaube ich, nirgendwo mehr, weil natürlich überall Elektroöfen dann eingebaut worden sind. Die Kochmaschine passt auch hier nicht hundertprozentig rein. Also auf dem Foto dieser altertümliche Aufsatz, also das Modell, was sie hier verbaut hatten, war da dann schon so ein bisschen neusachlicher noch. Und okay, vor allem, das fällt natürlich den Frauen gleich auf, dass man hier eigentlich die Ofenklappe nicht richtig aufmachen kann. Ja. Aber überhaupt so ein Ding zu finden, was hier reinpasst, annäherungsweise, original, das ist natürlich ganz, ganz großartig. Man muss, also was Schönes ist natürlich, wenn man hier zum Beispiel mit Schülern aus Haselhorst ist, mit Kindern, die kennen das ja alles nicht. Hm. Die kennen auch den Fleischwolf nicht. Ne? Die kennen den wir aufgestellt haben, die kennen ja das abgepackte Hackfleisch aus dem Supermarkt. Hm. Aber die Frage, was ist das jetzt eigentlich? Und das macht schon Spaß, mit denen hier so Ratespiele zu machen. Ja, was könnte das denn eigentlich sein? Oder die kennen auch, da hinten steht da zum Beispiel eben den Teppichklopfer. Ja. Den kennen auch nicht. Ja, und das Fantastische jetzt für die Möblierung gerade der Küche ist, dass die Reichsforschungsgesellschaft sich intensive Gedanken gemacht hat über die Küche und es zum Beispiel eine Liste gibt, eine Zusammenstellung von Küchengeräten für den kleinen Haushalt. Also was braucht die moderne Hausfrau, um ihren Alltag zu bewältigen in der Küche? Eine Liste mit 76 Positionen und das kriegte man natürlich. Ja, das kriegen sie über einen Trödler oder also viele Dinge stammen von einem Filmausstatter, der so viel davon gebunkert hatte. Und natürlich, die Leute sind hier auch mit so Alltagsgegenständen, Massenware eingezogen. Die Wohnung hat so einen besonderen Charme, weil sie eben auch kein Museum mit der Ausstrahlung nicht anfassen ist, sondern es ist halt so ein Stuhl, okay, da kann man sich auch draufsetzen, hier kann man auch mal eine Sitzung abhalten. Und ja, also viele kriegen so leuchtende Augen, weil sie viele, also die älteren Leute, ja, weil sie Dinge dann wiedererkennen. Mhm. Das sah ja bei den Eltern oder bei Oma sah das ja so aus. Die Leute, die hier eingezogen sind, sind natürlich nicht mit irgendwelchen Bauhausmöbeln eingezogen, weil sie sich das gar nicht leisten konnten, sondern mit dem, was damals so üblich war. Ja, und ich denke, also da sind wir schon sehr, sehr gut und sehr, sehr nah dran. Das gilt auch für das Bad. Das können wir ja mal anschauen. Wir haben ja diesen Mini-Flur, also maximal wenig Platz. Und dann hier dieses Bad mit Badeofen, mit dieser kurzen Badewanne. Okay, die war vielleicht noch 10 cm länger, aber es war auf jeden Fall nur eine Sitzbadewanne. Es war, das Klo damals stand auch anders. Also bevor wir das rekonstruiert haben, aber an dem Terrazzoboden konnte man noch sehen, wo das alte gestanden hatte, sodass man also das gut rekonstruieren konnte. Auch nach den Grundrissen, also gar keine Frage. Hier steht ein Waschbrett und seit heute steht hier auch eine Packung von Waschmittel, speziell für die Reinigung von Arbeitskleidung aus den 30er Jahren. Das hat mir eine Frau geschickt, die hier in der Museumswohnung war und sagte, wir haben hier noch solche Packungen im Keller, weil hier auch die kleine Wäsche gemacht wurde. Ja. Ja, also deswegen auch hier oben die Spinne, die zum Aufhängen der Wäsche. Es gab Waschküchen in den Blocks, in den Wohnblocks. Da haben sich dann aber viele Mieter beschwert darüber, über Belästigung durch Gerüche und Dampf. Und dann hat die Geobag umgeplant und hat 1933 ein großes Waschhaus in der Kanalstraße auch gebaut. Okay. Also hier sind wir, glaube ich, sehr nah daran, wie das damals aussah. Für dieses Schlafzimmer gibt es auch eine, also viele Fotos
so aus der Zeit, also noch im Gebobak-Bestand, wo man sich das so vorstellen kann, wie sowas möbliert war. Ein bisschen die Achillesferse dieser Rekonstruktion. Man sieht ja hier das nicht anwesende Kind sozusagen, das tatsächlich, als diese Wohnungen fertig waren, also hier, die nur noch vergeben wurden an Familien mit mindestens 2 Kindern. Und wir wissen aber eigentlich nicht, also es gibt keine Quellen dafür, wie denn jetzt die Kinder eigentlich untergebracht waren. Mhm. Ja, wahrscheinlich war es so, dass es dort in der Küche dann doch ein Schlafsofa gab. Mhm. Und diese gute Stube hier, also das große Zimmer, war wahrscheinlich, also es hat sowas bestimmt dann auch gegeben, dass man sowas in der Art und Weise möbliert hat, aber irgendwie war das wahrscheinlich auch dann sozusagen enger möbliert. Es gab noch irgendwelche Schlafgelegenheiten, naja, weil ja doch viel mehr Personen hier untergebracht werden mussten. Es ist jetzt praktisch so möbliert, wie man sich vielleicht dann als 2 Personen oder dann mit einem Kleinkind hätte man da vielleicht noch eine Wiege hingestellt, eingerichtet hätte. Also dieser Raum ist so ein bisschen die Achillesferse der Rekonstruktion, weil andererseits ist es so, man kann den auch nutzen, ja, die Leute können sich hier auch hinsetzen, es hat eine bestimmte Aura, es ist nicht kitschig, also hier an der Wand klebten alle möglichen Tapeten, ja, alle möglichen Tapeten, um rauszufinden, was könnte es gewesen sein, und das war so eine lange Suche auch nach der Farbgebung. Jetzt war der große Vorteil, dass das Architektenbüro Gastecki und Hartmann, die sich gekümmert haben um die Einrichtung der Museumswohnung, vorher 10 Jahre lang saniert hat. Das heißt, sie haben Wohnungen rückgebaut auf den Rohzustand. Okay. Und der Bauleiter hatte immer sozusagen privat für sich Dokumentation gemacht. Das heißt, er hat also Putz und Farben und so weiter auch immer Fotos gemacht, was da hinter den Tapeten hervorkam. Und deswegen hat man auch im Schlafzimmer zum Beispiel an der Wand dieses Muster, also ne, was so ganz zart mit der Rolle aufgetragen wird, haben wir dort gemacht. Und auch in der Farbigkeit, weil es da zumindest Anhaltspunkte gab. Und irgendwie ging es auch darum, so eine Balance zu finden. Dass klar ist, ne, hier haben Arbeiter, Kleinbürgertum, Leute, die eben ihren Kram mitgebracht haben in diese moderne Architektur, die haben hier gewohnt. Aber ohne, dass es jetzt total piefig oder spießig oder so wirkt. Mhm. Also das ist schon viel Fingerspitzengefühl gewesen, mit der sozusagen Quellenlage umzugehen und hier eben so eine Rekonstruktion zu machen, die so näherungsweise da herankommt. Das elektrische Bügeleisen, also Elektrizität gab es ja schon, elektrisches Licht, finde ich ganz schön. Das war von Anfang an da, und diese Nähmaschine da, die ist wahrscheinlich ein bisschen älter, die hat uns dann eine Frau angeboten, hat gesagt, ich habe noch diese Nähmaschine und wollte die nicht haben für die Museumswohnung. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben überlegt und haben gedacht, naja klar, also vielleicht eine Person, die hier eingezogen ist in den 30er Jahren, hat natürlich so eine Nähmaschine möglicherweise mitgenommen. Und ja, also haben wir Platz dafür, wie ist es so? Was ich damit sagen möchte, ich glaube, dass wir mit der Küche und vor allem mit dem Bad, was sozusagen auch das Herzstück ist der Wohnung, doch sehr nah dran sind an so einem Originalzustand aus den 30er Jahren. Und das andere, also wenn das auch zu einem früheren Zeitpunkt wirklich klar gewesen wäre, diese Geschichte mit den Kindern, also die haben wir eigentlich erst rausgekriegt, als das schon hier möbliert war,
dann hätte man vielleicht noch mal anders darüber nachgedacht. Es gibt aber keine, wie gesagt, keine Quellen. Erstaunlich. Wir wissen unglaublich viel darüber, über die Frauen, also über die Küchen. Also das war echt so ein Schwerpunkt der Forschung. Weiß man ja auch aus der Literatur Frankfurter Küche, ja, also Rationalisierung dessen, was die Frauen machen. Aber Kinder, also und Kindermöbel, ja, gibt es Publikationen über Einrichtungen von Kinderzimmern in der Zeit, auch 20er Jahre. Aber das ist alles sozusagen, das sind so Luxusdinge, ja, für bürgerlich wohlhabende Schichten, wo dann Architekten auch sowas entworfen haben, Innenarchitekten. Aber ja, offenbar waren die Kinder behelfsmäßig irgendwie untergebracht. Und ich warte immer noch darauf, dass mal was auftaucht, was einem so einen Knipser geben würde, zu sagen, ja, also so ist es gewesen. Und die hier im Verein sind, haben die nicht irgendwie Eltern, Großeltern, die hier gewohnt haben und Fotos haben von früher, oder gibt es das gar nicht? Also ich kenne eine Frau, die ist, wenn wir nochmal in die Küche gehen, also die Küche hat auf, hinter dieser Wand spiegelbildlich ihr Pendant. Und hier hinter der Wand stand eben ein Sofa und da sagt sie, ist sie geboren worden. Okay. Ja, also da gibt es einen Anhaltspunkt. Ich habe jetzt gar nicht die neue Auflage hier vom Buch, müssten wir gleich mal gucken. Oder vielleicht ist es hier drin. Also die hat mir Fotos zur Verfügung gestellt. Die haben also dann zu sechst gewohnt in der Nachkriegszeit in so einer Wohnung. Und ja, da hat man sozusagen so ein bisschen die Anhaltspunkte. Also besonders lustig ist aus diesem Album, wir sind hier in der Wohnküche, Tanz in der Wohnküche in Silvester 1968. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man hier in diesem kleinen Raum so Party macht, aber es ist sozusagen das dokumentiert. Also es gibt so ein paar Hinweise. Es gibt auch Fotos von einer Wohnküche in einer Flusspferdhof-Siedlung. Und da kann man auch sehen, dass es diese Kombination gab von der Wohnküche und dass in der Wohnküche dann noch so ein Sofa, was offenbar als Schlafgelegenheit diente, gestanden hat. Interessant daran, und vielleicht ist es auch ein Grund, warum das nicht publiziert worden ist, die Architekten wollten das nicht. Auch also Paul Mebes, der sowas Ähnliches als Wohnküche in der Flusspferdhofsiedlung von der Gewobak auch gebaut hat, 1934, war kein Freund von so einer Kochnische, weil die Idee war ja, also funktionale Trennung der Bereiche, also die Küche sozusagen als Werkraum getrennt und auch das Schlafen das war ja das, was man aus der Mietskaserne kannte. Das wollte man ja nicht mehr. Man wollte die Funktionen trennen und es sauber trennen. Und dann hat die Reichsforschungsgesellschaft Küchenmodelle ausgestellt auf Messen in Berlin und hat die Hausfrauen interviewt. Und dann sagten aber die Hausfrauen, wir wollen aber gerne die Wohnküche haben. Warum? Weil man die Kinder besser beaufsichtigen konnte. Mhm. Also die waren gar nicht daran interessiert, unbedingt eine Tür zwischen dem Küchenbereich und dem Wohnbereich zu haben. Und der Kompromiss ist sozusagen die Kochnische. Also man merkt, ne, der Bereich ist ein Stück weit funktional ausgegliedert, hat ein separates Fenster, hat ein bisschen andere Belüftung, damit es nicht so reinzieht. Aber es ist natürlich, es spart auch nochmal eine Menge Platz, als wenn man jetzt für jedes einen eigenen Raum hätte. Also das sind so Dinge, die sich hier drin in der Wohnung auch noch verstecken, die man auch ganz gut erzählen kann und erklären kann. Ja, und dann gibt es eben diesen Aufsatz von Marie-Elisabeth Lüders, die die Mutter der Reichsforschungsgesellschaft war für Wirtschaftlichkeit im Bau und Wohnungswesen. Erst die Küche, dann die Fassade. Es ist auch
letztendlich der Punkt, warum ich sage mal, dass so ein Glücksfall ist, dass es diese Museumswohnung gibt. Diese Architektur war ja nicht zum Angucken da. Ja, also wenn man durchläuft, merkt man schon, die hat auch durchaus eine Qualität. Man hat sich da um Gestaltung im Kopf gemacht und darum die Räume auch dazwischen wohnlich angenehm zu machen. Das hat bis heute auch eine große Qualität. Aber es ging ja um Wohnungsbau, es ging ums Wohnen und die Küche sozusagen ist eigentlich hier der Punkt, von dem aus der ganze Rest geplant ist. Also gerade in diesem sehr spartanischen Block, ja, der von außen her, sage ich mal, eigentlich nur durch seine Größe und Monotonie erstmal beeindruckt. Aber von hier aus ist es gedacht und von hier aus begreift man auch überhaupt erst, wo die Qualität liegt und die Priorität liegt. Und dass das so ein toller Grundriss ist und dass das irgendwie hier nur, ich glaube, 42 Quadratmeter sind und man aber überhaupt nicht das Gefühl hat, jetzt erstmal von Beengung und Kleinstwohnungsbau. Mhm. Oh, wie hoch? Mein Monolog. Wie hoch waren die Mieten damals? Die Mieten, dafür gibt es Tabellen. Okay. Also in dem Plan, den ich den Leuten immer mitgebe, da ist dieser Plan von 1934, da sind die verschiedenen Bereiche und dazu gibt es Tabellen, also wo die Wohnungsgrößen, Baujahr und die Mieten lagen ziemlich genau bei einer Mark pro Quadratmeter. Ja, und das waren eben leistbare, sehr leistbare Mieten. Zu den Besonderheiten dieser Siedlung gehört eben, dass man hier dieses Ziel, wirklich Massenwohnungsbau zu machen für eine nicht sehr zahlungskräftige Klientel, dass man das erreicht hat. Und das kann man dafür gibt es zwei Belege. Es gibt Statistiken und da sieht man 40% Arbeiteranteil, also Siemens-Arbeiter und dann nochmal Angestellte. Also das waren zum großen Teil wirklich Geringverdiener, die hier eingezogen sind, anders als zum Beispiel in der Hufeisensiedlung oder anderen Siedlungen. So schön die waren, aber die Wohnung war nicht bezahlbar. Es gibt sogar Berichte, dass Leute aus Neubauwohnungen nach Haselhorst gezogen sind, weil es dann relativ günstig war. Und der zweite Beleg sind die Wahlergebnisse. Spandau war ja schon 1933 ein ziemlich brauner Bezirk und das hier war wirklich eine rote Insel. Also wenn man sich die Wahlbezirke hier in Haselhorst anguckt, dann staunt man 1933, noch nach dem Januar 1933, was für hohe Zahlen man hat für die KPD, für die SPD. Also die Leute, die hier wohnten, wussten irgendwie auch, wem sie das zu verdanken hatten. Ja, dass das hier ein Projekt der Weimarer Republik war, ein großes soziales Projekt. Also die Siedlung, aber vor allem auch, was dahinter stand, also diese Idee, Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen vom Reichstag mit 10 Millionen Reichsmark ausgestattet, 1927 als ein großer Think Tank, um alle Parameter des Bauens zu begutachten, zu erforschen, auszuprobieren, eine Modellsiedlung zu bauen, um dieses soziale Problem von mindestens 1 Million Wohnungen, die fehlten, um das zu lösen. Das ist sozusagen die Geschichte, die auch hinter dieser Küche steckt. Gut, vielen Dank. Ich das war den dritten Vortrag gehalten, jetzt reicht's. Nee, alles gut. 20 Minuten, sehr kompakt, die wichtigsten Punkte, die damit zusammenspielen. Schneiden und so weiter. Und aber es ist mir egal. Es ist schön, weil es auch für den Weiterbestand der Wohnung ist erstmal alles gut, was da Aufmerksamkeit erzeugt der Öffentlichkeit. Wer noch mehr von Michael Bienert erfahren möchte, es gibt zum Beispiel noch zahlreiche Videos mit ihm oder sich für sein Buch über die Reichsforschungssiedlung interessiert, findet Links dazu in der Videobeschreibung. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen und jede Unterstützung meines Kanals. Alles Gute und bis zum nächsten Video.